Hi und herzlich willkommen auf Rinjas Backfeld. Heute habe ich ein Wunderbrot für euch, denn es kommt ohne Mehl und ohne Hefe aus. Außerdem ist es gesund, total lecker und super einfach in der Zubereitung. So, dann geht es jetzt direkt zu den Zutaten und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich nehme 280 Gramm Haferflocken, 280 Gramm Sonnenblumenkerne, 150 Gramm Leinsamen, 60 Gramm Kürbiskerne, 60 Gramm Sesam, 20 Gramm Chiasamen, 20 Gramm Flohsamenschalen, 700 Milliliter warmes Wasser, 30 Milliliter Öl, 1 Teelöffel Salz und 1 Teelöffel Honig. Zuerst schrote ich die Haferflocken, die Sonnenblumenkerne und die Leinsamen grob und dafür gebe ich sie für ca. 1-2 Sekunden in den Mixer. Das mache ich jetzt nacheinander, denn so lassen sich die Zutaten besser schroten. Zu den Haferflocken, den Sonnenblumenkernen und den Leinsamen gebe ich jetzt die restlichen Zutaten, und zwar die Kürbiskerne, Sesam, Chiasamen, die Flohsamenschalen, das Öl, den Honig, das Salz und das Wasser. Dann verknete ich alles gut mit den Knethaken und fülle den Teig in eine mit Backpapier ausgelegte 30er Kastenform. Nun verstreiche ich den Teig gleichmäßig und bestreue ihn zum Schluss noch mit etwas Haferflocken. Jetzt geht es bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 70 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Und nach ca. 40 Minuten nehme ich das Brot aus der Kastenform und backe es dann ohne Form weiter. So, das war's dann auch schon. Jetzt lasse ich das Brot natürlich noch komplett auskühlen und dann kann das auch schon angeschnitten werden. Gut verpackt ist das Brot mehrere Tage haltbar. Probiert es unbedingt mal aus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Däumchen da lassen. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.